Lieblings-Vocal-Coach Mami ist wieder am Start und heute schauen wir uns mal die Gewinnerin von The Voice Kids an, denn ich habe herausgefunden, sie war schon mal bei dem Supertalent und da war sie natürlich ein bisschen jünger und das möchte ich mir mal gerne angucken. Ich bin immer noch highly impressed, ja, ich bin immer noch so ein bisschen so wow. Die Debatte ging ab unter meinen Kommentaren und zwar, wie kann es sein, dass junge Kinder wie erwachsene Frauen klingen? Lasst uns doch mal gemeinsam spekulieren in den Kommentaren unter, wie kann es sein? Ich habe ja da meine Vermutung, die ich ja alle hier schon natürlich kenne, ne, von allem, was ich gelernt habe. Nummer 1 ist das, wie ist das Kind sozialisiert worden? Was hat es von klein auf gehört? Also was ist diese musikalische, was ist der musikalische Background? Und das andere ist natürlich, vielleicht hat das ja auch was mit den Hormonen zu tun im Lebensmittel. Da habe ich mal so einen Kommentar gesehen. Und deswegen lasst uns nochmal gemeinsam in den Kommentaren schauen. Über ein Abonnement und einen Daumen hoch würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich bin übrigens auch auf Instagram. Meine ganzen Mitarbeiter und ich, wir tun alles, damit ihr richtig Spaß habt auf unserem Instagram-Kanal. Ganz viele Tipps, ganz viele Tricks, wertvolle Hilfestellung für dich und deine Stimme findest du auf Instagram, auf TikTok, hier auf dem Kanal und unter tanjalevivocalstudio.de. When you were you before, can look out in the eyes, we're just like an angel, your skin makes me cry, you fly like a bird, and I'm beautiful. So, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Stopp. Kurz beim Growler habe ich ja erstmal einen Stopp gemacht. Also es ist, ja, das hat natürlich amerikanisches Niveau schon natürlich, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, wie sie die Vokale aussehen. Das ist sehr O-lastig. Ich finde auch, wie sie die Lippenmuskulatur mitbenutzt. Als Hilfestellung, when you were here, ich kann das gar nicht nachmachen, sonst versuche ich ja immer ja alles nachzumachen und euch immer wieder zu zeigen, wie ich das technisch hinbekomme. When you were here before, can look you in the eye, just like an angel, your skin made me cry. Ich versuche annähernd irgendwo daran zu kommen, herauszufinden, wie es macht. Da ist ein bisschen auch ein knödeliger Effekt dabei, ne, in der Stimme. Knödeln, 50 Shades of Knödeln. Knödeln, im Grunde genommen, was heißt Knödeln? Die Zunge, Zungenwurzel und der Zungengrund ziehen sich hier zusammen, wodurch der Kehlkopf angehoben wird. Das kann dir helfen, Power zu bekommen, aber das ist so eine Fake-Hilfe, ne? Also grundsätzlich, wenn du knödelst, ja, Knödeln kennen wir von Shakira. La, 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 la. Das kennen wir auch von Kermit. Can you say I'm not jumping? Oh, da kriege ich schon richtig einen Krampf, wenn ich das nachmache. Can you say, can you? Das ist geknödelt. When you were here before, look you in the eye. Das macht sie natürlich alles nicht. Ich habe das jetzt einfach mal gerade reingeworfen. Aber ein bisschen haben wir da ganz, ganz dezent in der Zungenwurzel. So, aber die Stimme passt auch gar nicht zum Aussehen, ne? Es passt irgendwie gar nichts zusammen. Die hätten ihr mal eher rockigeres Outfit, glaube ich, geben sollen. Die wirkt so, das sieht sehr verspielt und unschuldig aus. Da kommt so eine Stimme, ne? Wahnsinn, wir schauen mal weiter. Was für ein Growl, Wahnsinn. Ja, es ist also tatsächlich eher amerikanisches Niveau. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, woher sie herkommen, was die von klein auf hört, was hatte sie in der Muttermilch. Also das Growling ist auch natürlich so eine Sache, ich erwähne das ja ganz oft auf dem Kanal. Das ist Growling ist ja das, was sie an den Stimmansätzen macht. Das kennen wir ja von Christina Aguilera. I love rock and roll, it's putting out the time in the jukebox, baby. I love rock and roll, it's putting out the time in the jukebox, baby. Ich hatte es in dem letzten Video schon erwähnt, Thema Growling, dass man echt aufpassen muss, ne, Level,
Taschenfalten, also falsche Taschenfalten oder Stimmbänder. Denn wenn man es auf den Stimmbändern macht, kann es echt schmerzhaft sein, kontraproduktiv. Das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Was wir wollen, ist, dass man diesen Effekt so ein bisschen... Ja, also, aber wir schauen mal weiter. Ist ja eine Reaktion. Aber viele von euch wollen eine technische Analyse, dann wollen einige eine Reaktion. Also was denn jetzt nun? Entscheidet euch, Kinders. Schon echt krass. Also das finde ich super, wie sie die Töne lange hält. Ne? Da muss man ja auch eine Atmung für haben. Also wie sie die Töne lange hält. Und wie sie dann erweitert. Ne? Also sie erweitert in Halbtonschritten. Was auch immer sie da macht. Aber diese Erweiterung in einem Atemzug für 8 Jahre, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Sie wirkt natürlich wahnsinnig konzentriert. Ich wünschte, ich wäre manchmal so konzentriert. Also glasklarer Augenkontakt mit der Jury, ja. Also das ist natürlich Konzentration pur. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, also ich sage ja immer zu meinen Schülern, habt Augenkontakt, macht Augenkontakt mit denen. Aber so ist natürlich echt so spooky, ne? Ein kleiner Spaß. Ich finde es auch interessant in der Körpersprache, wie sie sich Unterstützung holt aus dem Körperbereich, in den sie leicht in die Knie geht, so seitlich. Ne? Das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich singe, dann gehe ich immer ganz häufig in so einen Stand runter in die Knie rein, weil ich mir vom Beckenboden und vom Stand noch Unterstützung holen will für die High Notes. Ne? Und dann versemmel ich sie trotzdem. Ne? Kleiner Spaß. Gut, wir schauen mal weiter. Wahnsinn. Also dieser kleine Jessie-Teil, der war natürlich wirklich, das war natürlich, also ich meine, ich wünschte, ich könnte einige erwachsene Schüler dazu zu bewegen, mal so ein paar Adlibs zu machen. Da trauen sie sich manchmal nicht selber eigenkreativ zu sein. Nicht alle, ne, ist ja klar. Aber Adlibs und gerade so jazzige Adlibs, da können viele gar nichts mit anfangen. Finde ich super. Gehört ja auch zu dem Song Creep mit dazu. Creep in der Postmodern Jukebox. Das, was sie singt, ist die Postmodern Jukebox Creep Version. Die ist sensationell. Die ist affenhammergeil. Ich rede schon wieder Dieter Bohlen, ne? Die ist hammergeil. Aber die ist wirklich super. Und die ist auch schwer nachzusingen. Die hat viele, viele Facetten, enorm viele Effekte, wahnsinnig viele Sprünge. Es ist extrem, was da abgeht für 5 Minuten. Das ist ein gesanglicher Hokuspokus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da muss man Ausdauer haben, sein Instrument können, ne? Also das unterscheidet, also der eine ist der Sänger, der andere ist der Vocalist, der wirklich auch Feintuning betreibt mit seiner Stimme, ne? Also der Song ist super für eine Casting-Auswahl. Lass es dir mal ans Herz gelegt sein. So, wir schauen mal weiter. Tolle Kopf. Wahnsinn, einfach Wahnsinn, ey. Schon. Gott, ey. Okay, was geht hier ab? Your vocal coach just kind of like, Ach, das Scheiße. Den Auftritt hätte ich mir mal zuerst angucken müssen, bevor ich mir diese Voice Kids Geschichte angeguckt habe. Also, tolle Kopfschirmfassaden und ich dachte, damit deppert das Lied dann jetzt auch so vorbei. Nein, nein, sie zieht durch. Sie macht jetzt auch nochmal, sie geht jetzt gleich in diese... Was mir am allermeisten gefällt, sind diese Nuancen auch dazwischen. Dieses... ich muss lachen gerade, ich kann das gar nicht nachmachen. Aber das ist, also ich finde das echt erstaunlich. Ich muss mal mit den Eltern in Kontakt treten.
I don't belong here. Und so dieses. Dann der Schnitt gerade mit Bruce Darnell. Der Schnitt zwischen ihr und Bruce. Ganz ehrlich, Leute, was ist los mit euch? Ja, also. Radio, die ganzen Sender wieder. Ich wollte gerade sagen Radiosender, aber die ganzen Sender wieder mit dieser Schnittgeschichte. Leute, ihr killt mich. Ihr macht mich verrückt, ja. Die Sarah Lombardi ist echt hübsch, würde ich mal sagen, ne? Wahnsinn. Also ich finde diese Mikrofonierung auch so geil. Also die Führung vom Mikrofon. Alter, verdammte Axt, Leute. Warum habt ihr es nicht in die Kommentare geschrieben, dass ich mal darauf reagieren soll? Ihr macht mich verrückt. Also das hier ist ja wohl der Oberhammer, ey. Also ich muss das mal als den Schülern zeigen hier, ne? Also tolle Mikrofonierung, also die Art und Weise, wie sie mit dem Mikrofon auch in Lautstärke umgeht, wie das auch im ganzen Gestus rüberkommt, in der Körpersprache, dann diese Millisekunden in der Mimik, die dabei sind, die kurz mal zeigen, dass sie das Lied auch fühlt, ne? Also man sieht es ja in den Augen an, wenn einer konzentriert ist, und man sieht es auch in den Augen an, wenn einer das fühlt, aber dieses... Der sehr kurze Moment, wo sie es wirklich fühlt und dann in diese High Notes geht. Wahnsinn. Also passiert jetzt auch gerade ganz schön viel für 8 Jahre. Leute, Butter bei den Fischen, wie man in Hamburg sagt, ne? Ja, das ist echt gut, ne? Wow, ich bin echt flashed. Und was ist denn jetzt aus ihr geworden danach? Das könnt ihr mir ja gerne auch mal reinschreiben. Also das ist so ein bisschen Angelina Jordan, ne? Die kenne ich ja noch von meinem anderen englischen YouTube-Kanal, wo ich auf sie da auch mal ein bisschen reagiert habe. Und das ist schon krass, was das so für Kinder gibt mit unglaublichen, was für ein Timbre, tiefe Stimme für 8 Jahre alt, ne? Also Hut ab, Wahnsinn. Und auch so einen Song auswendig zu lernen mit 8. Das eine ist natürlich das Englisch. Was du den Kindern ja auch erstmal beibringen musst, dann diese Melodie abfolgen. Da waren ja in einem Song, also in diesem Postmodern Jukebox, das ist das, was ich auch vorhin sagte, 4 Minuten eine unglaubliche Wandlung von Melodie abfolgen. Ne? Da musst du das in Sektionen eigentlich lernen, stückweise, und die immer wieder drauf machen, was da jetzt auch passiert. Ne? Weil da ist Growling gewesen, die Schlenker, die Blue Notes, die sie da reingebracht hat, diese verschiedenen Akzente, also das finde ich sehr bemerkenswert.